Einfach ist der Gang in die Kirche für Schwester Elisabeth nicht, denn für sie heißt es Abschied nehmen. Hier wird es sehr bald keine Gottesdienste mehr geben. Wahrscheinlich wird ein Kulturraum draußen. Und ja, Gott sei Dank übernimmt die Stadt die Kirche und geht nicht in ganz fremde Hände. Aber es fällt sehr schwer, sehr, sehr schwer, sie einfach so aufzugeben. 130 Jahre haben die Vinzentinerinnen im Schloss gewohnt. Jetzt wird alles verscherbelt, was man zu Geld machen kann. Die Schwestern werden zu Verkäuferinnen. Darf ich mal fragen, wie alt ist die Nähmaschine? Jedenfalls, also bestimmt so 20 Jahre. Wie viel? 20. Mindestens, oder? Die Nonnen lassen sich nichts anhaben, aber das Loslassen tut weh. Ich habe einmal zu unserer Generaloberin gesagt, wenn wir die ganze Gegend einpacken könnten und mit nach Freiburg nehmen, das wäre es. Aber Freiburg ist jetzt auch richtig und da gehen wir jetzt dann hin. Und das ist dann gut so. In den besten Zeiten lebten hier 120 Nonnen. Die letzten 18 von ihnen verlassen jetzt bis zum Ende des Jahres das Schloss und damit auch ihr Zuhause. Abseits der Verkaufstische zeigt uns Schwester Elisabeth einen besonderen Raum. Mit Dingen, die ihr heilig sind und nicht zu verramschen. Das geht mir gegen dich durch. Es sind Sammlungen aus 130 Jahren Ordensgeschichte. Hier soll kein Geld gemacht werden, auch wenn sie könnten. Die ist sehr wertvoll, sehr alt. Die wird aber auch ins Mutterhaus mitgehen, damit sie noch vielen zugänglich ist, hoffe ich. Wird nicht veräußert? Nein. Anders ist es da mit dem alten Beichtstuhl. Der steht schon seit 10 Jahren in der Ecke rum. Den Beichtstuhl wollen wir abgewehren. Ja. Gerne. Wollen Sie nicht behalten? Mir geht auch so Beicht ohne Beichtstuhl. So die Erinnerungen sind halt Wahnsinn, gell? So früher, weil man da immer auf der Seite, entweder rechts oder links, dann drin saß. Finde ich cool. Wir leben anständig, wir haben nichts zu beichten. 13 Jahre lang hat die Oberin Schwester Elisabeth hier die Verantwortung getragen. Ich bin wirklich zuversichtlich, dass hier auch weiterhin was Gutes geschieht. In diesen Räumen. Sowohl in der Kirche als auch in den übrigen Räumen. In wenigen Wochen ist für die Nonnen endgültig Schluss im Schloss. Aber vielleicht, so hoffen sie, bleibt ja etwas von ihrem sozialen Geist erhalten.